Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man ein solches Trixa0-Schnellzugwagen-Set Lorelei umbaut für Trix Express. Ich muss dazu sagen, ich denke, dass das ein Mehrteiler wird, weil wir haben hier vier Wagen in dieser Zugpackung. Und ja, ich möchte am Anfang erst einmal zeigen, wie man die Achsen wechselt, je nachdem, ich weiß es selber nicht, wie man die Drehgestelle nacharbeiten muss und schlussendlich, wie ich dann die einzelnen Wagen gestalten werde und natürlich, es darf keine Innenbeleuchtung fehlen. Und ich denke mal, ich mache dort eine Videoreihe raus, über drei Teile hatte ich mir so vorgenommen. Ich weiß nicht, wie viele Teile es schlussendlich werden. Hängt immer so ein bisschen von der Länge, von der Größe einfach ab. Aber nicht, dass man jetzt hier erwartet, innerhalb von so und so vielen Minuten kriege ich dieses ganze Set umgebaut. Das ist dann doch möglicherweise ein etwas größerer Aufwand, zumal ich auch gucken muss, welche Innenbeleuchtung dort reinkäme. Etc., welche Schleifer, all diese Dinge weiß ich aktuell Stand heute jetzt auch noch nicht. Da muss ich dann auch erst einmal recherchieren. Das bitte ich zu beachten. Ja, und ich würde sagen, wir können dann eigentlich loslegen. Ja, das sind die Wagen, vier Stück an der Zahl. Und ich würde sagen, wir holen die mal einfach aus der Verpackung. Dann kann man schon mal ein bisschen mehr Ja, sehen. Jetzt habe ich mal die Wagen ausgepackt und es lag ein schöner Zettel dabei. Ich hoffe, man kann das sehen. Also, die originale Beleuchtung wäre die Artikelnummer 66700. Es ist auch dafür vorbereitet und die Wagen lassen sich öffnen, indem man einfach die Faltenbälge rauszieht und das Gehäuse nach oben abzieht. Ganz simpel erklärt. Also, das sieht schon mal gut aus und nach nicht viel Arbeit, hoffe ich, in Anführungsstrichen. Es lagen auch noch so Zugussteile bei, finde ich auch sehr interessant, sehr spannend, dass man hier so einen Spritzling einfach mit beigelegt hat. Ich weiß noch gar nicht, für was das so richtig ist. Und auch hier noch mal so Trittbretter. Kenne ich so eigentlich nicht. Und ich habe auch hier noch Faltenbälge, andere Faltenbälge, Fragezeichen. Das könnten hier die gleichen sein. Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Finde ich auch nicht schlecht, dass mal so Kleinteile, Ersatzteile dabei sind, dass man dann gucken kann. Ja, der erste Blick, den ich natürlich immer mache, das ist immer aufs Drehgestell, inwieweit das natürlich geht und Platz bietet. Und das ist ja hier sehr üppig. Da sollten wir auf jeden Fall Expressräder runterbekommen. Oder unterkriegen, definitiv. Was ich mich gerade frage an den Wagen, wenn hier eine Zugschlussbeleuchtung wäre, wurden die Laternen hier oben wahrscheinlich draufgesteckt. Früher, denke ich mal, könnte ich mir vorstellen. Ja, so eine Aussparung dafür hier am Dach vorgesehen. Ich weiß es nicht. Ich kenne so die Wagen nicht. Fand den Zug nur sehr schön, weil das ja auch so die Epoche 3 einfach so wiedergibt. Ja. Der damals noch sehr jungen Deutschen Bundesbahn. Ja, ich würde sagen, wir machen mal einfach Folgendes. Wir demontieren einfach mal einen Radsatz. Und die Kritik wahrscheinlich. Oder was heißt Kritik, aber die,
Sache, was ich in den letzten Videos nicht so gezeigt habe, was man machen sollte, ist natürlich mal wenigstens messen mit einem Messschieber. Was habe ich eigentlich da für einen Durchmesser? So, jetzt messe ich hier 10, ja, stopp, so. Na, komm her. 10 mm Achsen habe ich hier. 10,3. Auch 10,3. Sieht man die zweite Achse. Sind 4. Auch 10,5 fast sogar. Ja. Ist immer so die Frage, welche Achsen man dann so nimmt. Ich muss mal dann selber gucken in mein Sammelsurium, was ich so habe. Ach so, genau. Und was ich auch noch machen wollte, das ist auch total vergessen zu sagen, ich wollte natürlich stromführende Kupplungen installieren, denn das ist, ja, ich sag mal, mit den Märklin-Kupplungen natürlich echt super, so dass man nur in einem Waggon einspeist und in den anderen kann man die Beleuchtung installieren. Und nicht jeder Wagen braucht da Schleifer und alles. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig an der Stelle. Ja, ich schaue mal nach Radsätzen, die ich hier habe oder eben nicht. Welche passen könnten, muss ich mal gucken. Ich muss auch mal schauen, welcher Mittelschleifer da am besten passt. Und dann geht es gleich weiter. So, ich habe ja jetzt die Achsen hier ausgemessen. Ich habe dummerweise nicht die passenden da. Und ja, das heißt, ich baue jetzt erstmal die ein. Und es ist so, warum kann ich nicht andere Achsen nehmen? Es ist ja, denke ich, ganz klar oder leuchtet ein. Wenn ich Achsen nehme mit einem größeren Durchmesser, dann liegt dieser Wagen höher auf. Und wenn ich Achsen nehme mit einem geringeren Durchmesser, dann lege ich den Wagen tiefer. Und beides ist ja nicht vom Hersteller so vorgesehen. Und dementsprechend sollte man sich zumindest mal grob, finde ich, daran orientieren. Und ja, weil wir noch in einem Maßstab von 1 zu 87 reden, ist natürlich ein Millimeter, ja, macht sich dann halt doch schon mal bemerkbar in einem halben Millimeter, es ist ja dann immer nur die Hälfte, die sich bemerkbar macht, oder? Ja, sollte eigentlich. Dementsprechend müssen wir da jetzt erstmal das stoppen mit dem Achsentausch, muss ich erstmal warten, bis das kommt. Das heißt, ich baue die Originalen erstmal wieder zurück, aber Drehgestelle sollten erstmal passen. Ja, genau, dann wäre noch die Frage mit der Innenbeleuchtung, das können wir auch noch klären. In aller Regel passt dieses Set von Märklin bei den Wagen, ich hoffe hier auch. Das wäre die 73404, ist dann der Packungsinhalt drin. Das gucken wir jetzt mal, ob das passt. Und ob der Mittelschleifer auch hier reingeht oder eben nicht. Wahrscheinlich müssten wir dafür schon den Wagen, obwohl, wir kriegen es rein. Ja, das sieht auch gut aus. Also der sollte passen.
Guck mal, ja, perfekt. Der Clips rein. So. Das sieht doch gut aus. Also der Mittelleiter passt, der ist auch für Trix Express sehr gut geeignet und garantiert auch eine gute Stromabnahme auf jeden Fall. Also Mittelleiter hätten wir schon mal. Ja, die Achsen lasse ich schon mal draußen. Vielleicht nehme ich sie jetzt auch alle komplett raus. Mal schauen. Was können wir noch machen? Wir können mal Probe üben vielleicht. Wie man die hier rausnimmt. Ach, das geht ganz einfach. Also einfach nur ziehen, wirklich. Und dann bin ich gespannt. Und dann sollte man das ja nach oben wegziehen können. Hieß es. Aha. So ist der gehalten. Also es klappt. Aha. Okay. So sieht dann der Wagen von innen aus. Wichtig ist, wir merken uns, diese Lufthauben hier, die kommen über die Abteile. Die Leute wollen ja nicht auf dem Gang belüftet werden, sondern im Abteil wollen sie frische Luft. So kann man sich das merken. Hier kommen wir dann an mit dem Schleifer. Und das andere würde dann ja hier so reingelegt werden, genau. Hier rein wird dann umgebördelt und dann hätten wir auf der anderen Seite die Stromaufnahme. Das können wir auch schon mal eben machen, bis die richtigen Achsen ankommen. Vermeintlich richtigen Achsen, muss ich dazu sagen. Glaube, dafür sollten wir das Drehgestell einmal hier rausnehmen. Die Zange dafür zur Hilfe. Von man kann das, ne, kann man nicht sehen. Und versuche mal. Ja. Ja, ist jetzt schwierig. Wenn man von oben das Ganze zusammendrückt, kriegt man das Drehgestell so. So ging es jetzt. Muss man einmal eben kurz rausnehmen, das Drehgestell. Das hier durchfädeln. Falsch. Also. So rum kommt das rauf. Hier durchfädeln. Ganz wichtig. Und dann kann man. Sollte man eigentlich dieses Blech hier meiner Meinung nach umdrehen können, umbiegen können, ne?
Kann man nicht? Hm. Da ist das an der Stelle zu dick. Aber es hält. Ist drin. Na, oder auch nicht. Dann können wir es wieder hier reinsetzen. So. Das wäre jetzt so das Erste, was man als Vorbereitungszeit meiner Meinung nach erstmal machen kann, solange man auf die Und ich Achsen wartet. habe die hoffentlich diesmal wichtigen Trix Express Achsen hier. Und wir werden die jetzt mal versuchen einfach zu tauschen. Sollte relativ schnell vonstatten gehen. Wir hätten ja beim ersten Mal festgestellt, dass wir zu kleine haben, zu kleine Achsen im Durchmesser. Ich hole mal wieder den Messschieber raus. So, die haben hier, man sieht es, 10,2. Und das ist die Originalachse. Und die haben 10,38. Warum auch immer er jetzt blinkt. So. Also die 2 Zehntel sollten nicht ausschlaggebend sein. Oh je, und das wird nicht passen. Eieiei, weil wir hier an diesem Rahmen dran kommen. Huiuiui, das ist ärgerlich. Jetzt ist die Frage, nehmen wir doch kleinere. Ich habe hier die von Pico, die Achsen. Ah, das passt hier echt wegen hier vorne nicht. Puh. Ich traue mich auch nicht hier das aufzuschneiden. Das hier wegnehme, dann wird das ja hier richtig wobbelig. Die Achse passt hier hinten rein. Das ist die kleine Achse. Und die großen. Passen die wenigstens hinten rein, wenn man das jetzt schon mal wüsste.
ist ja einem auch schon mal viel geholfen. Passt auf jeden Fall. Befürchte, wir müssen das hier wirklich wegschneiden. Anders wird das Ganze hier nicht funktionieren. An der Stelle. Auch oder gerade selbst die kleinsten dürften hier nicht reinpassen. Vermutlich. Ja, auch das reibt hier. Wird nicht gehen. Okay. Ich entscheide mich mal eben, das Drehgestell rauszunehmen, dass wir uns das genauer angucken können. Im ausgebauten Zustand ist das einfacher auch zu zeigen. Und hier sieht man von oben schön das Problem. Es kommt also hier dran. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich das durchtrenne, wenn man das hier wirklich wegschneidet, inwieweit trägt das hier zur Stabilität bei? So, ich lange Rede, kurzer Sinn, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Weil mich das einfach interessiert. Wenn nicht, habe ich ein Drehgestell versaut, dann ist das halt so. Dann kann ich das auch nicht ändern. Das wird sehr, sehr wobbelig. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Achse führen wird. Weil man sieht schön, das wird nicht reichen, nur hier irgendwie was wegzufräsen. Das geht nicht. Fahren tut es. Der Achsentest, der Rütteltest beweist, die Achse sitzt noch gut drin. Ich rüste erstmal so einen Waggon um. Schau mir den auch genau an, wie der sich so über die weichen Straßen verhält, etc. Da habe ich schon deutlich instabileres gehabt. Muss ich fairerweise sagen. Ohne Achse ist das natürlich hier richtig instabil. Aber man sieht, wenn man jetzt hier Druck drauf gibt, ja. Dann kann das halt, ist das halt nicht mehr sauber oder sicher geführt. Da verstehe ich Märklin persönlich nicht so ganz. Oder Tricks. Da hätte man besser drauf achten können.
sieht das Ganze hier aus. Von vorne, von der Optik her, fällt es nicht so auf, dass man jetzt sagen würde, oh mein Gott, der halbe Wagen ist entstellt. Das ist schon mal auch sehr gut. Ja, wir machen das zweite Drehgestell auch so. Wir schauen mal, was das bringt oder eben nicht. Achso, das war ja vorne. Also da sieht man mal wirklich, was so, ja, woran das dann im Endeffekt scheitert oder schwierig wird, wenn man so ein Zugset umbauen will. Man dann gezwungen wird, Dinge ja umzubasteln, unwiderruflich. Ich bin jetzt hier volles Risiko eingegangen. Also ich habe das nicht im Vorfeld ausprobiert, ob das klappt. Das ist ein Fail wäre, würde ich das auch hier direkt dann zeigen, dass man das vielleicht besser nicht machen sollte. Mein Reserveplan wäre jetzt noch gewesen, hier ein Stück Draht dran zu kleben, hiermit zu verbinden, deswegen habe ich das hier nicht abgemacht, hiermit zu verbinden und dass man dadurch dann die Stabilität wieder bekommt, weil Draht ja nun mal doch ein bisschen mehr aushält. Aber ich muss wirklich sagen, wenn ich es jetzt so halte, dass so hält, nicht rausflutscht, dann wird das sehr wahrscheinlich nach wirklich funktionieren. Wir schauen mal. Gucken wir mal, wie das Ding sich so auf der Anlage schlägt. So. Ich habe jetzt das einmal getestet auf meiner Anlage. Und ich besitze ja zwei Anlagen. Einmal diese noch fertig Anlage. Da ist der Waggon entgleist, relativ schnell. Dann dachte ich, ja gut, das liegt vielleicht an der unsauberen, oder was heißt unsauberen, aber an der Gleisführung als solches. Da sind ja die Steigungen nicht, ich sag mal, normgerecht und, was man alles so einhalten soll. Und es kommt immer zu Verwindungen, dass zum Beispiel der, ja, auf der einen Seite, sage ich mal, ist es abfallend, dass der Waggon sich bewegt, dass er über die Spurgrenze gehen kann und dann eben so rausfliegt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, daran liegt das gar nicht. Das Problem sind tatsächlich hier die Schwitzen. Und ich habe ja auf meiner großen Anlage R1 verlegt. Und der R1-Radius kann gar nicht durchfahren werden mit diesen Wagen. Und ich zeige das Problem, weil man hier an diese Schürze stößt und das Drehgestell gar nicht weitergeht. Und jetzt sieht man auch, was passiert, wenn der weiter einschlägt oder einlenken würde. Ich simuliere das mal. Dann würde nämlich das sich hier verbiegen, was es auch tut. Und der Radsatz, ja, das Ganze wird so ja, zwangsdurchgeführt. Wie soll ich sagen, der fährt nicht durch, der blockiert da schon. Und dann hat man eine erhöhte Zugkraft. Und das ist schlecht. Und dann entgleist er auch. Das ist das Problem an diesen Wagen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was man hier dran konstruktiv ändern kann, beziehungsweise sich ändern lässt, dass der hier durchkommt, dass man dieses Problem hier nicht hat. Es ist ja hier nicht viel, was ich hier in dem Bereich wegnehmen kann. Das wird ja hier viel zu dünn. Das ist ja jetzt schon nur ein Millimeter am Wagenkasten.
Und die andere Frage ist, ob man am Drehgestell was wegnehmen kann, dass er wenigstens, der braucht ja gar nicht viel weiter einschlagen. Millimeter wird echt schon reichen. Ich weiß auch nicht, was Trix sich dabei gedacht hat. Also für R1-Bahner ist das definitiv nicht geeignet. Das muss man einfach hier so sehen. Also Steigungen mit diesen Wagen nur ganz sachte. Muss ich wirklich sagen. Aber alles andere ist schon echt übel. Ja, ich schau mal, ich muss mal selber eine Lösung erarbeiten. Ja, eventuell habe ich jetzt hier die ganzen Drehgestelle im Sand gesetzt. Plus die Achsen, die ich noch neu gekauft habe. Das ist schon wirklich bitter. Muss ich wirklich sagen an der Stelle. Dass hier so die Ernüchterung kommt. Und ich denke, dass man hier nicht viel weiter mit Umrüsten machen kann. Da muss man wirklich schauen. Weil ich weiß auch nicht, was man hier mitnehmen kann. Man kann sich hier vorstellen, wenn hier mal eine Steigung ist. Ich übertreibe jetzt mal. Dann komme ich ja hier auf die Federung. Dann kann ich noch weniger, ja, einschlagen. Das heißt also, diese Wagen, die können wirklich nur Steigungen auf einer Geraden meistern. Vielleicht noch minimal R2, wenn überhaupt. Das wollte ich jetzt gleich mal ausprobieren, was denn da überhaupt noch so geht. Also das ist schon wirklich, wirklich, wirklich übel, was man sich dabei gedacht hat. Unfahrbar. Ja, das so als, ja, Zwischenstand will ich es nicht nennen. Aber da, wo ich aktuell stehe, ich will auch hier ungern die Schürze wegnehmen am Waggon. Die will ich eigentlich unbedingt behalten. Dann nehme ich lieber am Drehgestell was weg. Das ist ein bisschen besser dann ist. Naja, ich muss mal gucken und rumbasteln. Ich schau mal.